Hallo und herzlich willkommen zurück bei Let's Play F-Zero X. Wir gehen diesmal den King Cup an, also den Königscup. Das ist der dritte. Ich nehme mal an, dass er dadurch auch am schwersten ist. Also nicht dadurch, sondern dass er einfach am schwersten ist und darum auch der dritte ist. Ich habe jetzt gerade den Levelnamen nicht gelesen, aber daran kann ich mich nicht erinnern. Da kommt jetzt, glaube ich, gleich Lava. Ja, und das... Ich weiß nicht, kriegt da so ein Gefühl wie bei... Also, ihr kennt ja wahrscheinlich Oculus Rift, dieses... was die Realität vortäuscht, in denen es halt so ein Bildschirm, man so ein Teil auf den Kopf setzt, dann zwei Bildschirme und jeweils pro Auge ein hat. Und ich stelle mir diese Stelle da gerade mit sowas sehr, sehr ekelhaft vor. Also für den Magen oder den Mageninhalt, welchen man dann nochmal genauer betrachten kann, weil er einfach wieder... Naja, ihr könnt euch da schon denken. Die Stelle, ich finde, die wirkt sehr, sehr, nicht real, sondern einfach dieses Fallgefühl ist da halt krass. Wow, ich hasse diese genauen Stellen, wo man so genau sein muss. Und hier muss ich gleich... Oh, jetzt bin ich Erster. Warum bin ich Erster? Hier muss ich gleich nach rechts weiter lenken. Obwohl, muss ich nicht. Kann auch weiter nach links lenken. Aber auf jeden Fall nicht so wie gerade eben. Das wollte ich damit sagen. Und die letzte Runde. Die steht jetzt an. Also ich weiß nicht, also wie man das nennt, halt dieses ich habe da so ein Gefühl von Fallen sofort in meinem Kopf. Oh, da bin ich also nicht gut durchgekommen. Da muss ich jetzt wieder mit Können kompensieren. Wie immer, ich meine, hallo. Muss ich mit Können kompensieren, was ich nicht hinbekommen habe. Aber man muss bedenken, ich spiele auf Novize, also auf dem einfachsten Schwierigkeitsgrad und sieht trotzdem nicht sehr gut für mich aus. Weh, einer rammt mich. Nee, hat noch so geklappt irgendwie. Das Rennen ist vorbei. Puh. Ja, wir haben es verstanden. Hier kommen jetzt ganz tolle Rankings und das sieht cool aus. Ich mag diese Lava mit diesen schwarzen Flecken da drin. Und jetzt sind wir in Silence 2. 2, 1, go! Aber für Silence ist das hier ein ganz schön lautes Level, muss ich einfach mal sagen. Haha, ein Witz, den bestimmt noch niemand gebracht hat. Noch niemand? Wow. Ich versuche mich gerade einfach mal an diesen Leuten hier vorbeizuschlängeln, ohne Schläge abzubekommen. Bisher hat das auch ganz gut geklappt. Übrigens, die Level hier, die hatte ich auch gerade eben nicht mehr angespielt oder in letzter Zeit überhaupt nicht gespielt. Das heißt, die sind jetzt eher sogar noch blind. Das könnte schwierig werden, aber in einem Rennspiel ist es eh so ein bisschen... Man lernt es nicht auswendig. Also doch, bei Mario Kart, okay, muss ich schon sagen, das habe ich irgendwie auswendig gelernt, aber... Ja, okay, das hier zum Beispiel. Hätte ich das jetzt gewusst, hätte es mir auch nicht viel mehr gebracht. Ich hätte genauso reagieren müssen. Ich hoffe, ihr wisst, was ich meine. Hau ab, du Rivale. Der ist auch wieder ein ganz anderer. Also der Rivale wechselt sich jedes Mal. Vielleicht wechselt er sich auch während eines Rennens. Vielleicht danach, wer einen am meisten rammt oder sowas. Ich weiß das alles nicht. Diese Schilder, die sehen irgendwie aus wie Aldi. Das Aldi-Logo. Schrecklich. Hey, kannst du mich mal wieder in Ruhe lassen? Also, er ist mein Rivale, zumindest ist drüber. Das heißt, ihn werde ich wohl am wenigsten mögen. Das heißt, ich will nicht, dass er gegen mich gewinnt. Der Pinke da meinetwegen. Nee, eigentlich nicht. Eigentlich will ich bei allem Erster werden. Das wäre am coolsten. Au, au. Und ich glaube, ihr werdet es mir verzeihen, wenn ich hierbei leise bin, weil die Musik so gut ist. Ich könnte das voll ausnutzen, um meine Stimme zu schonen. Oh, aufladen. Und damit sind wir ja wieder mal Erster geworden. Alright, first place. Alles klar, erster Platz, sagt der Herr. Ja, damit ist auch alles klar, würde ich sagen. Black Shadow ist auf Platz 2.
der schwarzen Schatten. So, ich habe mal direkt die Kamera hier am Start ein bisschen gewechselt und... Oh, ich habe... Verdammt, ich habe auf die R-Taste gedrückt, anstatt auf die Gas-Taste, weil ich gerade irgendwie... Also, ich habe gerade so gesteuert, wie ich in die Speed Most Wanted, wo da mein Gas liegt. Da liegt mein Gas halt auf R und nicht auf der, auf meiner A-Taste, wo es hier ist. Oder ist es die A-Taste? Oh, verdammt. Ich hätte nicht hingucken sollen. Meine B-Taste. Hier gebe ich Gas mit B, also auf dem Xbox 360 Controller. Beziehungsweise auf dem... Also normalerweise ist der die A-Taste, wenn man auf dem N64 spielt. Ich habe es halt nur andersrum belegt, weil der Xbox 360-Controller immer genau alles andersrum wie Nintendo. Da hatte ich einen Kackstart. Jetzt bin ich auch K.O. gegangen. Der eine Typ hat sich da ordentlich gedreht schon. Ich werde jetzt mal nicht runterfallen. Ja, muss ja ein bisschen aufpassen. Nicht, dass sie mich runterschubsen. Das war knapp. Das war viel zu knapp für meinen Geschmack. Will die auf jeden Fall weg von der Masse. Vierter ist mir da immer noch ein bisschen zu viel. Da sind immer noch drei direkt vor mir dann. Boah, und das hier ist doch... Also, stellt euch mal vor, ihr würdet das hier in echt so fahren. Aus Cocktail, aus der Sicht des Cockpits. Cocktail nicht. Das ist was anderes. Also ich glaube, mir wird da schon recht übel werden und hier darf man nicht reinfahren in die Teile. Was genau dann passiert, weiß ich auch nicht gerade. Vermute mal, die explodieren dann oder sowas oder man wird abgebremst. So, so, wo ist der erste? Wow, Alter, Kamera, freu mich da doch nicht so. Ich dachte schon, es wäre alles vorbei. Ja, die Strecken werden auf jeden Fall krasser. Aber jetzt bin ich hier alleine an erster Position. Obwohl, so allein auch nicht. Da ist wieder jemand direkt hinter mir, sehe ich da durch dieses Check-Zeichen. Aber ich fühle mich hier gerade auf jeden Fall sicherer als... Ja. Wow, als in der Masse. Trotzdem, diese Strecke ist ganz schön krass. Silent 2, muss ich mir merken, ist eine der schwereren Strecken. Ey! Nein! Ich habe nichts mehr gesehen. Jetzt darf ich die ganze Strecke nochmal fahren. Fuck. Da war ich schon in der dritten Runde. Die Strecke hier wird auf jeden Fall kein Kinderschlecken. Mhm. Heißt das? Nee, wie heißt denn das? Das sagt man. Kein Süßigkeitenschlecken? Nee, ich kann mir gerade nicht. Komme gerade nicht drauf, wie dieses Sprichwort heißt oder wie man auch immer man das dann nennen will. Komme ich gerade nicht drauf. Also Kinderschlecken heißt es ja nicht, oder? Nee, das wäre ein bisschen. Fragwürdig. Könnt ihr mal vor mir da weg? Wow, jetzt sind... Ja, es ist eine Bombe. Okay, sie wirft uns runter. Nein! Ich habe nur noch zwei Leben! Was, wie viele Rennen ist das hier gerade? Ja, ich habe verloren. Ich habe es kapiert. Das dritte. Das heißt, es kommt noch das... Und dann noch drei weitere. Also vier noch und ich habe nur zwei Leben. Normalerweise war das ja kein Problem. Aber jetzt gerade merke ich halt, dass diese Strecke deutlich schwerer wird. So, ich versuche mich mal einfach nicht auf die Gegner zu konzentrieren, sondern einfach nur darauf zu achten, nicht von der Strecke zu fliegen. Was labert der Typ da, der Sprecher? Ich habe nur irgendwas von ihm sagen hören, aber was er gesagt hat, ich habe keine Ahnung. Lass mich in Ruhe.
Oh, das war ein bisschen doll gelenkt, vielleicht. Okay, man kann es aber auch überleben. Da ist das so ein kleines Hüpfen. Ja, Boost Power. Vielleicht möchte ich die aber auch gar nicht einsetzen. Ich weiß es nicht. Ich habe sie jetzt schon eingesetzt, aber vielleicht nicht viel öfter. Doch, hier schon. Hier möchte ich sie einsetzen. Hier ist es ja nur eine gerade Strecke. Die meiste Zeit. Aber hier möchte ich sie dann schon wieder nicht einsetzen. Obwohl, doch. Ich will nicht, dass die vor mir sind, alle. Verzieht euch. Da vorne ist der erste Platz. Also er ist noch nicht weit weg. Wir sind wieder in der letzten Runde. Ich bin ruhig und konzentriere mich. Wir sind Erster. Okay. Das ist schön. Okay, jetzt darf er mich nicht noch überholen. Gut, dann wurde ich jetzt sogar Erster. Ich dachte gerade zum Ende hin, weil dieses Checkzeichen irgendwie heller wurde und ich irgendwie langsamer wurde. Ich weiß nicht mal warum. Ja, dann dachte ich irgendwie, das wäre es jetzt mit mir. Und ich würde noch Zweiter werden oder sowas. Aber nee, ich wurde sogar Erster. Zweiter hätte mir aber auch gereicht. Red Canyon 2. Was kommt hier auf mich zu? Wir werden es wohl gemeinsam erfahren. Fällt wieder solche Sprünge? Oh Gott, nein. Musste man im anderen Red Canyon doch so Sprünge immer machen. Okay, oder es ist einfach eine sehr dünne Strecke. Das heißt, vor mir werden bald irgendwelche Wagen explodieren, weil die sich halt durch den Rammen irgendwie. Wow. Okay, da kann ich ein paar Plätze wettmachen hier an der Stelle. Ich werde schon wieder langsamer. Zumindest habe ich das Gefühl, durch den langsamer zu werden, aber nee. So, und Boost Power. Bevor es hier zu eng wird zum Überholen, will ich natürlich noch ein bisschen überholen. Und ja, erster Platz, das sollte reichen. Da wird mir dann wohl keiner mehr in die Quere kommen. Es sei denn, die holen wieder auf. Diesen Rand zu berühren, das klingt echt eklig. Das ist auch schon so eine Art Abschreckung. Nicht nur die Gefahr, Energie zu verlieren. Allein das Geräusch schreckt mich davon ab, dagegen zu fahren. Ja, ich pass auf das hinter mir auf. Ihr überholt mich nicht. Seht's ein. Verzieht euch. Ah, die Strecke ist schon wieder ein bisschen humaner. Also sobald man erstmal aus dem Pult... Also da, hier muss man wirklich aufpassen. Wenn man hier irgendwo in der Masse stecken bleibt, ist man ja sofort tot. Also, aber sobald man da hier raus ist, geht die Strecke eigentlich. Die hat nicht so fiese Stellen wie die davor. Und die Musik ist klasse. Die ist aber allgemein im Spiel hier klasse. Ich glaube, ich sollte gar nichts mehr dazu sagen. Sondern nur wenn mir ein Lied nicht so gut gefällt oder wenn ich ein Lied doof finde, dann sollte ich was sagen. Also nie. Ich werde jetzt einfach durch die Klappe halten. Zieh dich! Und Erster! Bam! Alright! First place! Kommt jetzt noch ein oder noch zwei Rennen? Ich weiß es gerade gar nicht. 15 Minuten haben wir auf jeden Fall voll. Ja, jetzt kommt das fünfte Rennen und danach das sechste. Also noch zwei Rennen mit zwei Leben. White Land 2. Das Weiße Land 2. Es gibt White Land und Dark Shadows. Vielleicht ist ja das Weiße Land das Objekt, das den Schatten wirft. Eine
eine Verschwörungstheorie. Oh Gott. Was haben wir hier so in so einer komischen halben Schüssel oder was? Das wird nicht gut gehen. Ich werde hier sehr bald runterfliegen. Okay, wenn ich hier 29. werde, bin ich glücklich. Ich sehe kaum was, also wirklich, ich sehe gerade so gut wie gar nichts. So, ich fahre jetzt so. Einfach aus der Hoffnung raus, dass ich denn mehr sehe. Ich glaube, das ist hier sogar besser. Also tatsächlich. Außerdem ist es aber mal ein ganz anderes Spielgefühl. Okay. Kann es sein, dass die alle irgendwie auf einem Haufen sind und ich mich dem langsam näher? Anscheinend. Oh Gott. Nee. Doch, da sind sie alle. Ich war halt auch direkt letzter in diesem Rennen. Ich weiß nicht, warum. Muss man vielleicht seinen Rivalen immer überholen? Ist das Pflicht oder so? Oder? Ich weiß halt echt immer noch nicht, warum da einer Rivale heißt. Oder hatten die vielleicht so einprogrammiert, dass immer einer einen Namen trägt, falls man mit jemandem zusammenspielt, und die wussten halt nicht, hatten halt Probleme, das zu entfernen? Das ist vielleicht eine seltsame Theorie, aber es wäre ja eine Möglichkeit. Und das Rennen ist geschafft. Also, das, weil vielleicht haben sie erst den Zweitplayer-Modus programmiert und dann stand da halt immer zweiter Spieler und dann haben sie es nicht mehr geschafft, das rauszuprogrammieren ohne Bugs, und dann haben sie es halt einfach in Rivale umbenannt. Ich meine, das kann doch sein. Das ist zwar absurd, also klingt zwar ein bisschen seltsam, aber ist möglich. Und damit sind wir auch im 6. Rennen. New City 3. Oh ja. Ich hab Lust drauf. Ich freue mich sehr auf die Musik. Lass mich doch alle in Ruhe. Ich ramm euch kaputt. Ey, ey, ihr seid so blöd. Ja, und ich bin Let's Play. Ja, ich reim hier voll gut. Ey, ich bin Eminem nur in Schwarz. Ich werd jetzt gewinnen. Ich bin der King der Dinge. Lassen wir das. Halten wir einfach fest, ich bin Eminem nur in Schwarz. Das ist, glaube ich, von irgendwem anders. Ich glaube, diese Line, nehmen wir es Line, ja. Das klingt so, als könnte ich was. Nee, aber ich glaube, diesen Satz habe ich mir von irgendwem gerade geklaut. Ich weiß nur nicht mehr wem. Eminem ist toll. Eminem ist wirklich ein großartiger Künstler, der auch von Leuten, die keinen Rap hören, sehr anerkannt wird. Also, Eminem ist so der Rap-Künstler, den die meisten Leute zu mögen scheinen. Abgesehen von Dr. Dre, der jetzt aber nur durch seine komischen Kopfhörer da bekannt ist. Naja, was würde Dr. Dre da wohl dazu wohl sagen? Nothing, you idiots. Dr. Dre is dead. He's locked in my basement. Um nochmal hier auf Eminem zurückzukommen. Aber lassen wir das. Wir hören ja gar keinen Rap. Wir hören so eine Art Metal. Warum sollte ich denn auf einmal von Rappern sprechen? Ich weiß nicht. Wie kam ich nochmal dazu? Stimmt, weil ich versucht habe, mehr oder weniger zu rappen oder zumindest mit zu irgendwas zu sagen, was zur Musik passt. Das habe ich natürlich nicht hinbekommen. Aber ich wette, es gibt hierzu bestimmt auch Lieder. Es gibt Leute, die bestimmt die Musik von F-Zero für ihre Lieder genutzt haben, und das Rennen kommt mir gerade sehr kurz vor. Nein! Das Rennen kommt mir sehr kurz vor. Springen wir doch mal von der Strecke. Hahaha. Fuck, ey. Jetzt haben wir noch ein Leben. Ich weiß aber auch nicht, ob es noch ein nulltes Leben gibt oder halt nicht. Das ist ja von Spiel zu Spiel unterschiedlich. Ja, so will ich fahren. Dann sehe ich besser, was vor mir ist. Versuche mir hier gerade die ganze Zeit rauszuhalten. Hat ja gerade eben auch geklappt. Bloß dann auf einmal wurde ich überheblich oder dumm oder alles auf einmal. Ich weiß echt nicht, was da auf einmal mit mir passiert ist. Dass ich auf einmal so schrecklich gefahren bin.
verstehe es tatsächlich nicht. Bah. So, Energie aufladen. Jetzt bin ich nicht mal Erster. Und das ist ja auch erst die erste Runde gewesen. Erste Runde musste ich halt einfach nur dafür sorgen, dass ich nicht irgendwie zerstört werde. Ob der vielen Autos. Und jetzt bin ich Erster. Und jetzt gewinne ich eben schnell das Rennen. Da ist ein Wagen stehen geblieben oder sowas. Das war knapp. Also wenn man hier nicht... Ich glaube, man kann diese Rennen gar nicht schaffen, wenn man nicht mit L und R arbeitet. Die am Anfang... Also die im ersten Cup konnte man teilweise noch schaffen. Ich bezweifle, dass es hierbei noch möglich sein soll. Ob es hierbei noch möglich ist. Vielleicht nur, wenn man wirklich so extrem lenkt. Und auswendig lernt, ab wann man lenken muss oder so. Und halt hier an diesen Stellen, wo man nicht runterfallen kann. Aber dann wird man halt auch nach einer Weile zerstört, wenn man zu doll gegenstößt. Und da ist jemand recht nah hinter mir. Hier bin ich doch eben runtergefallen, oder? Komm, dann gehen wir doch mal Turbo, einfach nur um zu trollen. Nee, weil hier doch irgendwo das Ziel auch war, genau. Da vorne ist es. Dann kann nichts mehr passieren. Wir haben den dritten Grand Prix abgeschlossen. Jedes Rennen war entweder durch Zerstörung von uns selbst, weil wir von der Strecke gesprungen sind, oder durch einen ersten Platz beendet worden. Da der Beweis nochmal. Das ist jetzt der dritte Part und damit wohl auch das Ende des Let's Plays. Es sei denn, hiernach wird noch irgendwas freigeschaltet mit Grand Prix, wie in Super Mario, also Mario Kart oder Super Mario Kart. Besser gesagt, oder alle Nachfolger. Das weiß ich nicht. Ich werde es sehen. Also wenn hier im Titel Ende steht, dann war es wohl der letzte Part. Dann verabschiede ich mich schon mal und sage einfach, dass das Spiel mir wirklich Spaß gemacht hat. Weil es halt auch wirklich ein schönes Spiel ist. Gerade die Musik und einfach dieses Fahrgefühl ist halt toll. Und ich kann es jedem nur empfehlen. Also jeden, der eine N64 hat und vielleicht nur Mario Kart kennt, das hier ist nochmal eine schnellere Version mit mehr Leuten und geilerer Musik. Ja, und ich sage nur wirklich ungern was gegen den Titel. Gegen Nintendos Musik, aber das tue ich ja gar nicht. Das ist einfach nur viel, viel geilere Musik. Total Ranking First. Ja, macht's gut, bis zu einem anderen Let's Play. Oder falls euch das Renngenre in Kombination mit meinem Let's Play, mit meiner Let's Play Art gefallen hat, dann schaut doch bei Need for Speed Most Wanted rein. Das läuft immer noch und das wird auch noch eine ganze Weile laufen. Bis zum nächsten Mal, euer Vogel. Tschüss.